herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Berechnung am Zylinder. Wir werden zwei Beispielaufgaben berechnen, einmal für die Mantelfläche und einmal für das Volumen. Viel Spaß beim Zuschauen! So, da wären wir. Also, Berechnung am Zylinder. Als erstes mal der allgemeine Aufbau eines Zylinders. Wie man hier ja sieht, ist ein Zylinder eine geometrische Form mit zwei runden Kreisflächen, die übereinander positioniert sind. Wir haben hier einmal die Höhe und einen Radius. Zweimal Radius ist Durchmesser. Dann schreiben wir mal den Merksatz auf. Ein Zylinder ist eine geometrische Form, die mit zwei kreisrunden Flächen die übereinander positioniert sind. Übereinander positioniert sind. Okay. Häufige Berechnungen am Zylinder. Das ist meistens die Oberfläche, das Volumen und die Mantelfläche. Für jedes dieser drei gibt es eine spezifische Formel. Die Formel für die Oberfläche des Kreises, also dieser Kreise hier, das ist A ist gleich Pi mal Durchmesser zum Quadrat durch 4. Okay, die Formel für das Volumen, V, das ist ganz ähnlich, Pi mal Durchmesser zum Quadrat durch 4 und dann kommt noch die Höhe mal h. Die Höhe kommt noch dazu. Und die Mantelfläche, das ist am, ist gleich der Durchmesser mal Pi mal die Höhe. Okay. Dann habe ich zu Volumen und zu Mantelfläche je mal eine Beispielaufgabe ausgesucht oder rausgesucht. Die Oberfläche des Kreises, dazu habe ich keine Aufgabe ausgesucht, weil die ja im Endeffekt im Volumen ja drin ist. Also, Volumen. Wir haben einen, Achtung, Radius, nicht Durchmesser, und eine Höhe von 50 mm. Radius von 20 mm. Wir schreiben auf die Formel: Volumen ist gleich Pi mal Durchmesser zum Quadrat durch 4 mal die Höhe ist gleich jetzt Pi mal und der Durchmesser, das sind dann 40 Millimeter zum Quadrat durch 4 mal 50 Millimeter. Das geben wir in den Taschenrechner ein. So. Pi mal 40 zum Quadrat durch 4 mal 50.
kommt raus 62.831 Kubikmillimeter. Und wenn man Kubikmillimeter durch 1000 teilt, kommt Kubikzentimeter raus. Das wären dann 62,83 Kubikzentimeter. Und das ist das gleiche, oder das entspricht 62,83 Milliliter. Ne? 1000 Kubikzentimeter entspricht 1 Liter. 62,83 Kubikzentimeter entspricht 62,83 Milliliter. Okay. Mantelfläche. Haben wir hier einen Radius von 10 mm, eine Höhe von 40 mm. Wir schreiben die Formel auf. AM ist gleich D mal Pi mal H. Ist gleich. Achtung, hier steht wieder R. Das heißt, wir machen 20 mm mal Pi mal 40 mm für die Höhe ist gleich wieder in den Taschenrechner 20 mal Pi mal 40 ist gleich 2513,27 Quadratmillimeter. So haben wir die Beispielaufgaben gelöst. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.